Guten Morgen. Chefinspektor Burkitt, Sergeant Saunders. Dürfen wir kurz stören? Guten Morgen. Sind Sie Perdita Barker? Ja, das bin ich. Müssen wir hier vor der Tür stehen? Nein, natürlich nicht. Bitte entschuldigen Sie. Kommen Sie rein. Danke. Verschwinden Sie, Freundchen. Das ist Privatbesitz hier. Oh, das tut mir leid. Ich will wissen, wer Sie erschossen hat. Ich möchte, dass diese Töle da oben endlich mal zu kläffen aufhört. Na dann, viel Glück. Danke. Wer lässt sich schon in solcher Nacht erschießen? Saunders? Das dürfen Sie nicht machen, da kriegt man ja Angst. Irgendwas gefunden? Er muss hier durch den Garten gekommen sein. Ist alles zertreten. So, jetzt haben wir also die Leiche und die Tatwaffe. Jetzt brauchen wir nur noch ein Motiv und einen Täter. Aber nicht mehr heute, es ist schon nach zwei. Entschuldigen Sie, Sir. Was ist los, Jackson? Da ist David Dane. Hm? Der vom Fernsehen, wissen Sie? Steht draußen vor der Tür, sagt, er wohnt hier. Na bitte, dann rollen Sie ihn rein. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie Opernliebhaber sind. Privat sind Kriminalisten auch nur Menschen, Mr. Hurter. Was machst du denn hier? Du hast doch nicht etwa Krach mit Mutti gehabt oder sowas? Verehrtester Inspektor, in meiner Position? Warum sollte ich ein billiges Flittchen erpressen? Wollen Sie mir das vielleicht verraten? Sie war nicht zu halten. Eine 16-Jährige? Was machen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit? Freizeit? Was für Freizeit? Was ist denn das? Wieso, nicht gut? Wir können doch nicht dem Polizeiboot hinterhersetzen, nicht wahr? Da oben ist ein Jazzclub, Sir. Ich glaube, damit müssen wir uns abfinden. Mit Beleuchtung sind Sie aber hier sehr sparsam. Du weißt doch, ein Helm steht mir nicht. Komm, Liebling. Schlaf dich erst mal aus. Hm. Ja. Saunders.